Hallo und herzlich willkommen bei Don't Starve. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange rum, sondern machen einfach weiter. Ich glaube, wir waren hier. Ich bin mir nicht sicher, schauen wir einfach mal rein. Dann werden wir das hoffentlich gleich erkennen. Wenn er sich denn mal fängt und lädt. Hallo, Spiel. Oh, so, da sind wir wieder. Wir haben mittlerweile einen Crockpot, aber nichts, was wir da reinpacken können. Wir haben auch nur noch wenig Essen. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, wir schauen mal, ob wir vielleicht irgendwo einen Hasen finden, der dann in unserer Falle sitzt. Na, dann halt nicht. So. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht, weil wir halt echt nichts zu essen haben. Und zwar rein gar nichts. Hier drüben ist ein Busch, da könnte ich mal gucken, ob da was gewachsen ist, aber ich befürchte natürlich eher nicht. So, da oben sind noch Samen. Hier ist eine Karotte, die kann man noch machen. So, hier unten ist irgendwo der Bärenbusch. Naja, natürlich nicht. War ja klar, dann gehen wir mal wieder zurück. Und schau mal, was es gibt. Genau, worüber ich heute mit euch sprechen wollte. Es war ja gestern, also für mich heute, für euch gestern, der erste Advent. Und ich wollte mal wissen, ob ihr euch schon auf Weihnachten freut oder genau, was ihr einfach so geplant habt. So bis Weihnachten, wie ihr euren ersten Advent so verbracht habt. Hoffentlich natürlich gut. Wie drehe ich nochmal? Cool. Ich glaube, ich war so rum. Ja, so rum sieht gut aus. So, Crockpot. Okay, kann ich nicht in den Crockpot packen. Ich kann aber die in den Crockpot packen. So, dann essen wir die mal. Und wir brauchen mehr Holz. Also, was wir jetzt machen in der Früh ist, wir hacken uns ein bisschen Holz. Wir schauen mal, dass wir was zu essen finden. Wir stellen unsere Fallen mal wieder neu auf. Ja, zu weit weg soll ich natürlich auch nicht gehen. Und dann wäre es mal cool, dass wir eventuell so ein bisschen. Dung finden, damit wir unsere Bärenbüsche wieder mal zum Leben erwecken können. Also ganz viel Holz sammeln, damit wir uns natürlich dann auch eine Kiste bauen können. So, wo war jetzt das Hasenloch? Hier war das Hasenloch. So, Schaufel. Dann schauen wir mal, was es uns hier bringt. So, hier ist die Axt. Dann fällen wir mal ein bisschen den Baum. Weil die Nahrung geht natürlich auch stetig nach unten. So.
So, ich brauche noch ein bisschen Gras. Schauen wir mal, ob da drüben was ist. So, hier haben wir noch ein Gras. Ich glaube, wir brauchen insgesamt noch zwei, damit wir uns eine zweite Falle bauen können. Ja, genau, jetzt geht's nämlich schon los. Aber hier haben wir Gott sei Dank Beeren. Ich hoffe, wir überleben das. Muss ich ehrlich zugeben. Weil es sieht jetzt im Moment nicht so berauschend aus. Na, da haben... Ah! Hallo? Genau. So, hier lang wollte ich. Weil ich lebe in der Hoffnung, dass mal uns irgendein Hase in die Falle geht. So wie hier oben zum Beispiel, das finde ich sehr gut. So, den bringen wir mal um. Und wo geht's zu unserem Heim? Hier nach rechts. Weil dann können wir uns nämlich hoffentlich in unserem Crockpot mal was bauen. Beziehungsweise bauen, zu essen machen. So, dann packen wir den mal rein. Zwei Beeren und so ein Pilz. Und dann schauen wir mal. Der soll sich mal beeilen, weil... Na, eigentlich könnte ich halt hier... Ah. So, genau, die Falle können wir auch wieder aufstellen. Und hier haben wir auch noch ein... Hasen. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder Gras. Und wieso drücke ich immer? Oh, wir haben wieder einen Vollmagen. Das ist super. Sehr gut, sehr gut. Aber ich brauche verdammt nochmal Gras. Und ich muss jetzt echt viel zu essen sammeln, damit wir auch mal irgendwie ein bisschen was erkunden können, ohne dass wir hier gleich irgendwie Angst haben müssen, dass wir sterben, weil wir so wenig zu essen haben. So, jetzt wird es gleich schon wieder Nacht. So, wo ist unsere Schaufel? Haben wir die überhaupt noch? Ja, hier haben wir Schaufel. So, dann gehen wir mal da hoch und schauen mal. Oh, wir haben schon wieder einen Hasen gefangen. Das ist wunderbar. Ah ja, ich bin auch so doof, ey. Oh. Habe ich natürlich den Hasendings hier ausgegraben. Manometer. Ich bin auch so ein Held. Aber wenigstens haben wir jetzt wieder ein paar Hasen. So. Und ich habe mir mal ein paar Tipps und Tricks angeschaut. Und zwar kann man anscheinend auch Twix benutzen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus.
Wir haben ja eigentlich noch genug zu essen, aber man kann nie genug haben. Und ich würde mir auch gerne irgendwann einen Kühlschrank mal bauen. Also, ich hoffe, dass es irgendwie funktioniert. Food. Crockpot Icebox. Gears, die bekommen wir bestimmt von irgend so einem blöden Friedhof. Was ist das denn? Carbobs? Interessant. Ah, nein. So. Fügen wir mal ein bisschen Fuel hinzu. Und dann würde ich mal sagen, begeben wir uns mal auf kleine Erkundungstour. Wir können ja hier auch mal rechts lang gucken, was das gibt. Hier unten sind Spinnen. Ansonsten sind wir ja von Monstern weitestgehend erstmal verschont. Gott sei Dank. Ich möchte es natürlich auch nicht heraufbeschwören. So, was brauche ich denn für eine... Kiste. Drei Bretter. Wie viele Bretter habe ich? Ja, genau. Jetzt fehlt mir genau ein Dings, oder? Alter, es ist doch nicht zum Aushalten hier. So, dann können wir uns mal wieder rasieren. Und dann hatte ich gesagt, nochmal Bretter. Weil dann können wir uns nämlich eine Kiste machen. Und da können wir dann nämlich mal was reinpacken. So zum Beispiel wie solche Sachen hier, die halt einfach keiner braucht. Genau, so, und jetzt gehen wir mal erkunden ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen was zu essen dabei. So, hier ist ein Busch. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und mal gucken, hier liegen sehr viele Steine rum. Und ich hätte mir eigentlich auch mal eine neue Spitzhacke machen können. Einfach nur, damit ich auch mal ein paar Steine wieder klopfen kann. Wo lang geht's denn hier? Hier ist Ende. Okay. So, nimm mal mit hier, mein Guter. So, allzu weit will ich natürlich auch nicht gehen. Weil wir müssen natürlich auch wieder zurück. Das ist ja eh klar. Aber hier, was ist denn das hier für ein Minisumpf? Ein Minisumpf. Sehr schön. So, dann haben wir hier noch wieder Twigs. Die können wir nochmal aufsammeln. Und dann... Ah! Ach du Heiliger. Hab ich mich gerade erschrocken vor dem Vieh. Schauen wir mal, dass wir nicht unbedingt dem in die Arme laufen, sondern so wieder zurück. Ah ja, hier sieht man schon auf der Karte, da war so ein Ei.
sondern jetzt einfach nur noch gerade nach unten. Dann könnten wir gleich mal wieder unsere Fallen abklappern. Mal gucken, ob da irgendwas reingegangen ist uns in die Falle. Das wäre nämlich sehr von Vorteil. Da haben wir schon mal was. Das ist super. So, jetzt müssen wir mal wieder was essen. Da haben wir noch was. So, dann haben wir hier irgendwo links drüben nochmal was aufgestellt. Noch ein Stückchen weiter unten. Das können wir aber auch dann da irgendwo hier oben mal aufstellen oder so. Einfach in der Hoffnung, dass dann da öfter welche reingehen. So, die können wir jetzt alle mal umbringen. Ich glaube, wir haben noch was in unserem Crockpot drin, oder? Ja, das ist sehr gut. Hier kann man dann nämlich hier einmal Beeren und einmal Twigs. Dann sparen wir uns mal wieder was zu essen. Und dann wäre es gut, einfach irgendwo mal Dung zu finden. Also Schweine oder so Gnus oder Mufflons oder wie auch immer die heißen wollen. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich sehe halt auf der Karte einfach gar keine. Und wir könnten auch mal hochrennen und unsere Fallen hier wieder einsammeln. Und die mal nach unten verfrachten, weil da oben sind die echt schlecht angelegt. Da muss man immer so weit laufen, da verläuft man schon wieder das halbe Essen, was man sich erarbeitet hat. Und da gehen anscheinend auch keine rein. Ich sage klar, weil ich die einfach selten dem ich aufgestellt habe. Das ist natürlich etwas blöde. So, da haben wir es. Da haben wir auch noch ein bisschen Beeren. Und noch ein paar Grasbüschel nehmen wir mit. Dann können wir uns wenigstens schon mal wieder eine Falle bauen. Und die stellen wir jetzt alle unten auf. Weil es wird schon relativ duster wieder. Da sollten wir dann doch wieder nach Hause gehen und einfach mal in der Nähe von unserem Zuhause ein paar aufstellen. Weil die können wir dann auch einfacher abernten. Hier kann man eine aufstellen. Ja, ist jetzt nicht so nah, aber auch nicht so weit. So, hier drüben sind, glaube ich, auch noch irgendwo Hasen, habe ich gesehen. Ja, hier oben, genau. Noch irgendwo Hasen? Eher unten, oder? Ja, ich glaube, schräg unten dürften Hasen noch sein. Da, wo ich das eine schon aufgestellt habe, da dürfte auch noch irgendwo ein zweites sein. Dann bauen wir die wieder auf. Und wo haben wir die zweite hier? Und dann geht's ab nach Hause. So, da schmeißen wir dann hier was rein. Hallo, so. Mach mal auf hier. Ein so und ein Twig. Ja, dann können wir eigentlich auch
Zweimal Bären. Dürfte das gleiche rauskommen. So. Dann haben wir hier wieder ein bisschen was gesammelt. Wo habe ich jetzt den hin? Hier. So, den können wir pflanzen. Pflanzen, habe ich gesagt. Mach mal schneller hier. Na, okay. Also, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.